Everybody. Es freut mich außerordentlich, heute hier zu sein. Es ist mir eine große Ehre, dass ich eingeladen wurde zu dieser wichtigen Versammlung. Und ich bin eigentlich nach dem, was ich verstanden habe von den Grußworten, umso motivierter, in diesen Dialog einzutreten bzw. ihn fortzusetzen, den wir ja seit anderthalb Jahren zwischen unseren Kammern Piräus und Stuttgart aufgenommen haben. Και από ότι μετά από τις, τους ερωτησμούς που άκουσε και από όσα κατάλαβε, είναι, έχει περισσότερα κίνητρα να μιλήσει τώρα σε εμάς. Wir haben ja im September, nachdem wir uns das zweite Mal trafen, das erste Mal war in Stuttgart, dann in Italien und Piräus, zwischen unseren Kammern, Handwerkskammer Region Stuttgart, Handwerkskammer Piräus und mit einbezogen die Berufekammer eine Partnerschaft vereinbaren. Λέει ότι υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στο βιοτεχνικό επιμελητήριο Πειραιά και το επιμελητήριο της Τουτλάτης, όπως και ανάμεσα στο βιοτεχνικό επιμελητήριο Τουτλάτης και στο επιμελητήριο Πειραιά, διότι έχουν συναντηθεί ήδη δύο φορές. Und deshalb ist mir eine große Freude, hier in dieser Versammlung die Präsidenten Michalaros und Benetos auch wieder zu treffen. Και χαίρεται που είναι ο κύριος Μιχάλαρος και ο κύριος Μενέτος, οι δύο πρόεδροι πάλι εδώ πέρα. Und letztes Jahr konnten wir auch vom Wirtschaftsministerium in Herrn Joris treffen. Und nachdem ich einen guten Auftakt bekam, auch vom Herrn Papaderakis, ist es also wirklich, könnte ich Stunden reden, aber ich glaube, ich habe nur etwa. Μετά από αυτά που άκουσε τον κύριο Παπαδεράκη, θα μπορούσε να μιλάει με τις ώρες, αλλά θα περιοριστεί σε μία. Ja, in der Tat, es geht uns in Deutschland ziemlich gut in der Wirtschaft. Und ich denke, die Erfolgsgaranten sind ein guter Mittelstand. Und ein guter Mittelstand hat wiederum zu tun mit einer guten Qualifikation. Und dies alles hat zu tun mit einem guten, funktionierenden Kammerwesen. Λέω ότι πραγματικά στη Γερμανία τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι υπάρχουν καλύτερες συνθήκες, όπως επιμελητήρια, όπως εκπαίδευση. Und wenn ich schaue, wo stehen wir heute in Europa, dann war es ganz in diesem Kontext, worüber ich heute spreche, auch ganz interessant, ein Interview zu lesen, kürzlich in der Zeitung vor drei Tagen, von Herrn Pierre Kramenia. Er ist Luxemburger, er ist jetzt Finanzminister in Luxemburg, dreht ein großes Rad, weil Luxemburg die europäische Präsidentschaft hat, aber er war zuvor, und daher kenne ich ihn ganz gut, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Luxemburg. Λέει ότι για την αρχή θα θέλει να αναφερθεί σε ένα άρθρο που διάβασε τώρα τελευταία πριν από τρεις μέρες από τον κύριο Πιέρ Καμένια, ο οποίος είναι υπουργός οικονομικών του Λουξεμβούργου και επειδή το Λουξεμβούργο έχει προεδρία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αυτή τη στιγμή κάνουν διάφορα και τον οποίο γνωρίζει από την, από την προηγούμενη εργασία του κυρίου Καμένια, ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής στο Ευρωβιομηχανικό Επιμελητήριο. Und vielleicht ist er wegen seiner früheren Kammerfunktion ein europäischer Optimist. Ich zitiere einen Satz aus diesem Interview. Er sagt da, Europa macht immer dann Fortschritte, wenn es schwere Krisen zu lösen gibt. Griechenland ist doch das beste Beispiel. Das beste Beispiel. Er sagt hier, im Juli haben wir die Krise überwunden. Das ist optimistisch. Ich weiß, es gibt noch viel zu tun, aber wir sollten es gemeinsam anpacken. Optimistisch. Ja.
παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση να ξεπεράσουν την κρίση. Ich möchte Ihnen also gerne erklären, wie in Deutschland das Kammersystem funktioniert. Es funktioniert sehr gut. Ich weiß nicht, weil oder obwohl wir mehrere Kammern haben, darüber kann man diskutieren. Wir haben also drei große Wirtschaftskammern, die kann man in der Präsentation zwei weiter. Jawohl. Das sind die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern und die Landwirtschaftskammern. Das steht hier eigentlich. Ja. Das ist also die Wirtschaftskammer, hat es untersetzt? Nein, sagt das wieder. Du hast gesagt, dass wir zwei Kammern haben, also die Wirtschaftskammer und die anderen Kammern. Ja, hast du das gesagt? Nein, die Wirtschaft, das wird unterschiedliche Wirtschaft, wir müssen ja auch als Wirtschaftskammer und zwei Wirtschaftskammern.